Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir beschäftigen uns ja sehr intensiv und wissenschaftlich mit den Videos und lehnen uns nicht einfach zurück und lachen über die Leute oder sonstiges, sondern wir wollen ja auch einen Mehrwert dadurch schaffen. Wir schaffen ja den Mehrwert dadurch, ist dieses Buch oder was die Leute jetzt sagen, ist das jetzt wissenschaftlich belegbar oder eben nicht, ne? Dementsprechend hätten wir das auch mal kurz abgehakt hier, würde ich sagen. Und jetzt haben wir auch gesehen, dass solche Memes, solche Einblendungen oder so eben auch nicht vom Zitatrecht oder sonstiges gedeckt sind, weil du dich eben nicht inhaltlich damit auseinandersetzt. Also eine ganz normale Sache normalerweise. Wenn du natürlich jetzt, die anderen Videos belegen ja die Intention deines Kanals, also dein Reaction-Video als Kritik zu sehen. Ja, zum Beispiel, ne? Es ist ja eine wissenschaftliche Kritik, auch an der ganzen Geschichte, und wir beschäftigen uns ja wirklich inhaltlich mit den Aussagen. Einfach nur ein Video angucken wollen wir ja nicht. Wir wollen ja wirklich was draus ziehen. Und zwar... Okay, jetzt lernen wir wichtige Lektion für Veganer, Realwelterlebnisse, Ergebnisse. Oh. Logisch denken lernen, argumentieren lernen. Beschäftigen wir uns jetzt inhaltlich damit, weil wir natürlich dann auch uns logisch mit der Ernährung und dem Veganismus auseinandersetzen und vielleicht hier den ein oder anderen kritischen Punkt anbringen können. Also auch eine wissenschaftliche Betrachtungsweise vom YouTuber Lichtblick. Ihr seht die Quelle oben. Etwas, was ich gelernt habe auf meinem veganen Weg, auch wieder, es geht wieder um Logik, ne, wie ich gelernt habe, logisch zu denken, das ist wieder eine Methode, logisch zu denken, und zwar die Methode nenne ich einfach mal Realweltergebnisse. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch auf dem Kasten hat, und dann kann man viel besser argumentieren, und ich habe mir hier 5 Punkte aufgeschrieben, an denen ich das deutlich machen möchte, und... Das ist genau das Gleiche, was die Brach gerade gesagt hat. Genau das Gleiche. Ich habe das erlebt in meinem Leben, ich habe das erlebt in meiner Praxis... Und das gilt dann für allgemein, das ist Blödsinn, das ist keine wissenschaftliche Herangehensweise in irgendeiner Weise, irgendwas zu bewerten, ob die vegane Ernährung jetzt gut ist oder schlecht oder Fleisch gut ist oder schlecht. Weil wir haben, ganz offensichtlich, haben wir auch gute Erfahrungen mit der ketogenen Ernährung. Also ich kann auch von persönlichen Erfahrungsberichten und von Erfahrungsberichten anderer sehr gut berichten mit einer anekdotischen Evidenz, richtig, genau. Gibt es nachher noch mehr von Larry Leffer? Ich denke morgen erst. Und zwar Punkt Nummer 1 zum Beispiel, man kriegt Diabetes von Kohlenhydraten. Okay, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Jeder Mensch weiß das eigentlich, ja. Diabetes ist die Zuckerkrankheit, die kriegst du davon, dass du Zucker isst. Nein, es heißt Zuckerkrankheit, weil du einen verdammt hohen Blutzuckerspiegel hast, jedes Mal, wenn du Zucker isst. Deshalb heißt das Zuckerkrankheit. Und natürlich, wenn du den Zucker dann isst, hast du einen hohen Blutzuckerspiegel, das ist logisch. Und du wirst, oder du kriegst Diabetes, wenn du eben übergewichtig wirst. Das heißt, wenn du zu viele Kalorien isst und dann aber auch noch die Kohlenhydrate so übermäßig zu dir nimmst, damit deine Bauchspeicheldrüse irgendwann gegen die Wand fährt. Das wäre genau der Punkt, mal zu überprüfen in einer Studie quasi, Leute, die dick geworden sind. Gibt es einen Unterschied zwischen Leute, die dick geworden sind mit einer Low-Carb-Ernährung und einer High-Carb-Ernährung quasi? Gibt es da mehr Diabetiker in der High-Carb-Ernährungsgruppe, die dick geworden sind, oder in der Low-Carb-Ernährungsgruppe? Das wäre zum Beispiel eine Studie, die das aufschlüsseln würde, aber das gibt es meines Wissens nach nicht. Wie, warum wächst mein Bart nicht weiter, weil ich den abgeschnitten habe? Ja, denken die Menschen, in Wirklichkeit ist das natürlich so, Diabetes heißt Zuckerkrankheit, weil du zu viel Zucker im Blut hast, das hast du deswegen... Achso, warum wächst ihm sein Bart nicht? Wahrscheinlich, weil er ihn auch abgeschnitten hat. Weil deine Zellen vollgestopft sind mit Fett und Insulin den Zucker nicht mehr in die Zellen bringen kann, ne? Deswegen heißt es Zuckerkrankheit. Nein, weil deine Zellen voll mit Zucker sind, ganz einfach. Wenn du voll mit Glukose bist, aber das überhaupt nicht gebrauchst, dann kann das auch nirgendwo hin. Wo soll's denn noch hin? Ich glaube, die Leute kapieren so die Grundlagen der Physiologie einfach gar nicht. Das ist immer so eine Sache. Glaubst du, dass dieses Typ-2-Diabetes nur von Zucker oder möglicherweise auch von falschen Fetten und so? Wie gesagt, das wird sich alles gegenseitig bedingen. Alleine dadurch, dass du zu viele Kalorien aufgenommen hast, wird ja irgendwann dein Speicher überfüllt quasi. Das heißt, der Körper geht ja gar nicht mehr an die Reserven ran. Die Leber ist die ganze Zeit voll mit Glykogenspeicher. Und wenn du dann entsprechend noch weiter Zucker draufkippst, egal, ob du jetzt Fett oder Zucker hast oder sonst was. Ich glaube, ich muss das nochmal irgendwie
als Video nochmal klar machen. Ordentlich. Wegen dem Zucker im Blut, nicht den du gegessen hast, sondern im Blut. Und von daher, aber so ist der Mensch nun mal, er kennt sich nicht aus und sagt einfach das, was ihm in den Kopf kommt, ne? Wenn, ja, aber das machst du doch auch gerade, Digga. Das sind doch auch dein logisches Denken. Das ist doch auch genau das, was in deinen Kopf kommt. Ja, was aber nicht wissenschaftlich belegt ist, was er da erzählt. Wenn du irgendeine Person draußen fragst, wo, wie kriegt man Diabetes, wird sie denken, na, Zuckerkrankheit, naja, von Zucker. Das ist halt, so funktioniert das nun mal. Und jetzt kann man hingehen, ja, auch wenn man so hört von irgendwelchen großen YouTubern da, Simon Teichmann und so solche Leute, ne, 300.000 Abonnenten, und die sagen, Diabetes kommt von Zucker oder Goku oder sowas, dann, ne, musst du hingehen. Lass uns doch mal diskutieren. Bei mich erwähnt er nämlich komischerweise nicht, weil er ganz genau weiß, dass ich ihn schon auseinandergenommen habe in den Videos und er einfach Blödsinn erzählt. Das mit Fett macht Diabetes. Haben wir ja schon in Videos gehabt. Und dir die Frage stellen, aber warum ist das so, wenn ich in die reale Welt nach draußen gucke und ich gucke mir an, die Menschen, die meisten Kohlenhydrate essen, wer isst die meisten Kohlenhydrate? Überlegen wir mal, nehmen wir mal eine Ernährungsform, bei der man die meisten Kohlenhydrate isst, also prozentual gesehen, ja, von der Makronährstoffverteilung bis auf drei Teile, ja, die drei Makronährstoffe aufgeteilt, wer isst die meisten Kohlenhydrate? Die High-Carb-Veganer, die konzentrieren sich auf Kohlenhydrate, ne? High-Carb. Es gibt keine verdammten Studien zu High-Carb-Veganern. Die konzentrieren sich auf Carbs, auf Kohlenhydrate. Ja, viele davon essen auch nur Kohlenhydrate, ne? Sie ernähren sich nur von Kohlenhydraten, also lassen die ganzen High-Fat-Foods raus, zum Beispiel Menschen, die abnehmen möchten. So, und jetzt guckt man sich die Menschen an, die Menschen, die die meisten Kohlenhydrate essen, und man stellt fest, die Menschen, die die meisten Kohlenhydrate essen, haben das wenigste Diabetes. Nein, das ist Quatsch! Digga, weil du es nicht verstehst, du verstehst es einfach nicht, dass es an den Kalorien auch liegt. Wenn du dann noch die Kalorien hochziehst, dann hast du das Problem. Ne, auch noch kommt der nächste Fall, auch wieder Realweltergebnisse. Nenn mir einen High-Carb-Veganer, also die Person, die die meisten Kohlenhydrate isst, die Diabetes hat. Nenn mir eine Person, ne? Gibt es nicht. Und wenn dir schon kein einziges Beispiel dazu einfällt, dann ist das schon ein krasses Nur, es gibt einige Marathonläufer, die sich Quetschtüten ohne Ende reinhauen und Zucker und so weiter, die Diabetes irgendwann entwickelt haben, gerade durch die ganzen Zuckergetränke. Spielt da nicht die Genetik auch eine Rolle? Zum gewissen Teil natürlich, ob du anfälliger bist, übergewichtig zu werden oder so. Klar, logisch. Wenn deine Eltern schon irgendwie sich blöd ernährt haben, dann hast du natürlich irgendwie eine genetische Vorbelastung. Das heißt aber nicht, dass du automatisch Diabetes bekommst, sondern dass du einfach vielleicht ein bisschen mehr aufpassen musst. Ich esse so viele Kohlenhydrate, ich habe immer noch keinen Zucker. Wow, ich passe in Lichtspeaks Welt, ja. Das geht mit seinem Alter, mit 35, geht das ja auch alles vielleicht noch gut, ja? Aber dann werd erstmal ein bisschen älter, wo du dann eben auch nicht mehr aktiv bist, wo du nicht mehr dein Fahrrad fährst und solche Sachen. Und dann geht's nämlich los. Aber er unterstellt ja jetzt auch sehr vereinfacht, weder Gokus noch Simon haben so vereinfacht gesagt, Zucker macht Diabetes. Ja, sagt ja auch keiner so einfach. Das ist ja Quatsch. Er stellt's ja immer so dar, als ob andere sowas sagen würden, aber das sagt keiner. Und deshalb will er sich auch nicht mit mir unterhalten, weil er genau das weiß. Weil ich das nämlich nicht sagen würde, sondern ich würde ihm erklären, wie es wirklich ist, und dann kann er nichts mehr dagegen sagen und dann steht er natürlich blöd da. Zeichen. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass man das vielleicht nicht kriegen kann als High-Carb-Veganer. Kannst du auch wirklich nicht. Das liegt einfach daran, weil du... Weil du zu wenig Kalorien aufnimmst und dann deine Speicher nicht überfüllt sind. Jetzt gucken wir mal, was er sagt. Das Fett nicht isst, und wenn du das Fett nicht isst, kannst du kein Diabetes Typ 2 entwickeln. Ja, da kannst du Mutter und Vater Diabetiker haben und dein Diabetes gehen, ja, was man im Körper hat, das... So, wie war das mit diesen Blue Zones, die 60% Fett oder sowas essen? Ja, die sind auch alle ziemlich gesund und haben keinen Diabetes. Wie kommt das? Nicht wenig High-Carb-Sportler aus den 70er, 80ern haben eine Fettleber entwickelt. Vor allem, nachdem sie Sport zurückgeschraubt haben. Ja, such mal gerne das Video dazu. Deine Wahrscheinlichkeit erhöht, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, kann nicht aktiviert werden, weil du den Auslöser, den deine Eltern zu sich genommen haben, nicht zu dir nimmst. Ne? Krankheiten liegen nicht in den Genen, sie liegen in dem Essverhalten der Familie. Man kriegt die Krankheiten seiner Eltern, weil man so isst wie seine Eltern. Ne? Deswegen kriegt man die. Und von daher, ganz wichtig. Natürlich, wenn deine Mutter dir schon irgendwie 2 Liter Cola am Morgen hinstellt, dass das Kind auch schön wach in die Schule geht. Klar. Ja, du guckst in die reale Welt raus, mit dem dir Kohlenhydrate machen Diabetes. Du guckst in die reale Welt, du kennst kein einziges Beispiel und du kennst vielleicht die Wissenschaft und guckst dir an, wer hat die niedrigste Wahrscheinlichkeit für Diabetes, das ist der zweite. Jetzt kommt er wieder mit seiner abgefakten Tabelle hier an, die er abgeschnitten hat. Und vor allen Dingen, es gibt hier keinen Vergleich auch in dieser Studie zu gesund essenden Normalbevölkerung quasi.
Also Leute, die sich eben nicht westlich, standardwestlich ernähren, sondern halt gesund westlich ernähren. Gibt's ja keinen Vergleich, deshalb ist diese Tabelle völliger Mumpitz und Scheiß. Völliger Quatsch. Punkt. Die meisten Kohlenhydrate essen, die Veganer. Ne, Kohlenhydrate sind in Pflanzen drin. Ja, Kohlenhydrate da rechts sind in Pflanzen. Und von daher, das ist der erste Punkt, ne, der keinen Sinn ergibt. Jedes Video von ihm ist doch 1:1 das gleiche quasi zu diesem Thema. Es ist immer die gleiche Tabelle. Es ist immer exakt das gleiche, was er da sagt und aufschreibt. Und daran solltest du vielleicht sehen, ja, das ist halt das stärkste Argument überhaupt, weil du halt in die reale Welt rausguckst. Und ich sag, er hat doch, warum er so vehement auf seinem Bullshit beharrt, selbst wenn er durch meine Videos dann lernen würde, dass es anders wirklich anders ist, ja, dann würde er darauf beharren, weil er selber gesagt hat, er würde sogar seine Zuschauer anlügen, um die vegane Ernährung nach vorne zu bringen. Wahrscheinlich hat er ein Problem damit, dann vegane Produkte zu finden, die eben dann auch fettreicher sind oder kohlenhydratärmer, weil die Pflanzen enthalten ja nach seiner Logik die Kohlenhydrate, und wenn jetzt Kohlenhydrate vielleicht doch nicht so geil sind, dann kann man ja rein theoretisch diese pflanzlichen Produkte nicht mehr rechtfertigen. Könnte ich mir vorstellen, zumindest. Rauchen verursacht Lungenkrebs. Wenn du dann guckst nach draußen, siehst Raucher und siehst, dass die Lungenkrebs haben. Und ganz genau das gleiche musst du bei Diabetes und Zucker machen. Zeig mit dem Finger auf die Person, die... Ja, beim Rauchen ist aber auch... beim Rauchen ist die Wahrscheinlichkeit auch 7-mal so hoch. Ja, ich glaube 700% oder sowas, Lungenkrebs zu entwickeln, beim Fett oder Diabetes oder was er jetzt erzählt, oder bei dem Fleisch und Krebs, ist es nur gerade mal 0,9 oder sowas. Das ist kein wirklicher Zusammenhang, den wir da sehen können. High Carb ist, die meisten Kohlenhydrate isst und Diabetes hat, ja, gibt es nicht. Dann der nächste Punkt, Übergewicht durch Kohlenhydrate. Wer kennt das nicht? Ja, das wird dann so begründet, dass man Kohlenhydrate... Wer begründet das denn so? Wer begründet das? Nenn mir einen Namen, nenn mir ein Video, nenn mir einen Zeitabschnitt, wo das jemand so begründet. Sag mir das. Sag mir das, wo einer sagt, ja, und jetzt vielleicht nicht nur irgend so ein Idiot wie, keine Ahnung, Frank Tufano oder sowas, sondern irgendwie einen deutschen, vernünftigen Typen oder wo ich gesagt habe, du wirst übergewichtig nur durch Kohlenhydrate oder Zucker. Zeig mir doch mal eine Sache. Nicht einfach unterstellen. Eine pflanzliche Ernährung muss nicht unbedingt fettarm sein. Das ist richtig, genau. Aber irgendwie versteht er das eben nicht. Dann könnte er nämlich nicht seine ganzen Zuckergetränke und so weiter rechtfertigen wahrscheinlich. Und diese Kohlenhydrate pieken, also es gibt viele verschiedene, aber ich nenne jetzt mal die zwei berühmtesten. Der erste Punkt ist, warum Kohlenhydrate dick machen. Es piekt dein Insulin. Und dann, wenn dein Insulin piekt, wird Fett in die Körperfettdepots eingelagert, oder eigentlich alles, wenn dein Insulin oben ist, wird alles in die Fettdepots eingelagert, also umgewandelt und eingelagert. Und deswegen macht das Fett. Und Punkt Nummer zwei ist natürlich Kohlenhydrate. Insulin ist dafür da, dass die Kohlenhydrate in die Zellen gelangen. Wenn du aber keinen Platz mehr dafür hast, dann werden die eben auch umgewandelt in Fett, und das wird natürlich dann eingelagert, wenn du überkalorisch isst. Wenn du nicht überkalorisch isst, dann kann nichts eingelagert werden. Das versteht er, glaube ich, nicht so ganz. Es kann nichts eingelagert werden in deine Fettdepots, wenn du nicht zu viele Kalorien isst, weil die doch direkt wieder verbrannt werden. Kohlenhydrate ist, was passiert mit Kohlenhydraten, die werden in Fett umgewandelt, ne? Das ist ganz klar. Ergibt zwar null Sinn, wenn man mal ein bisschen logisch nachdenkt, ne? Ergibt das null Sinn. Ich glaube, ich hab hier das Bild, ja, genau. Ergibt null Sinn, weil die Frage, die man sich immer stellt, ist, wenn Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden und dann eingelagert, warum wird das Fett direkt, das man isst, nicht eingelagert? Das ergibt ja keinen Sinn. Auch das sagt keiner. Natürlich wird das Fett direkt eingelagert, wenn du dich überkalorisch ernährst. Also die ganze Logik, die er sich aufbaut, natürlich ist das logisch, was er erzählt. Aber andersrum. Also, laut diesen Menschen geht der Körper den Weg oben. Ja, Kohlenhydrate werden Fett umgewandelt und das Fett in die Fettdepots. Und unten... Und wie kommt er auf diese 20 oder 3%? Wie kommt er darauf? Wo werden denn 20% der Kohlenhydrate dann in Fett umgewandelt? Und dann die 3% ins Fettgewebe? Wie kommt der auf diese Zahlen? Das ist der Punkt, wenn du Fett direkt isst, warum wird das nicht direkt in die Fettdepots eingelagert? Ja, ergibt keinen Sinn. Also der Körper macht natürlich den Weg da unten, anstatt den oben, weil da unten viel weniger Energie verschwendet. Von daher, das ist der Punkt, und das mit dem Insulinpieken stimmt natürlich auch nicht. Ja, Kohlenhydrate pieken dein Insulin, aber dein Insulin muss pieken, sonst würdest du tot umfallen. Nach einer Mahlzeit nach Kohlenhydraten muss dein Insulin pieken. Also ja, warum? Sonst wärst du todkrank. Ja, aber warum tut's das? Wenn du das verstanden hast, warum das der Körper macht, dann verstehst du auch den Rest.
Aber das versteht er nicht. Das ist der Sinn davon. Du kriegst Zucker in dein Blut rein, ne? Das ist die Blutzuckerkurve. Und das ist, der Zucker muss raus aus deinem Blut. Was macht der Körper? Der stößt Insulin aus. Und deswegen hast du eine Insulin. Ja, genau. Der Zucker muss raus aus deinem Blut. Deshalb hast du Insulin. Das hat er schon mal verstanden. Jetzt der nächste Schritt, der dann logisch ist. Also wir beschäftigen uns ja jetzt mit der Logik. Logisches Denken. Und was kommt jetzt? Ein Insulinpeak. Nur wenn du Fett zu dir isst, also wenn du weiße Nudeln zu dir isst, dann sieht dein Insulinpeak so aus. Eine weiße Nudeln mit Wasser. Ohne Soße. Und wenn du weiße Nudeln... Ja, aber was passiert dann mit den Kohlenhydraten? Wo werden die denn eingelagert, wenn die Speicher schon voll sind? Was passiert dann? Dann werden die nämlich in Fett umgewandelt und dann wird das auch eingelagert als Kohlenhydrate. Wenn du mit Eiern und Speck zu dir nimmst, in Öl angebraten, dann sieht dein Insulinpeak so aus. Und das ist schon mal was ganz anderes, ne? Und das macht dich fett. Genau, ne? Wenn du... Woran liegt es denn wohl, dass das Insulin länger dann ausgeschüttet wird? Ganz einfach, weil du mit Fett und Kohlenhydraten in Verbindung das Ganze langsamer verdaut wird und dann natürlich über eine längere Zeit entsprechend abgegeben wird in den Blutkreislauf. Du kannst auch, das ist ja noch der Punkt. So, warte mal, ich mal jetzt wieder PowerPoint. Ich mag seine Rhetorik. Ich verstehe nur nicht, was er damit sagen will. Also pass auf, du hast jetzt hier, ja, hast du Kohlenhydrate. Sagen wir mal 100 Gramm. 100 Gramm Kohlenhydrate. So, hier hast du 100 Gramm Kohlenhydrate. Du hast aber noch zusätzlich 50 Gramm Fett. So, Fett. So. Schön malen hier, malen nach Zahlen. So. Und jetzt kommt dein Körper hier an. Einfügen, Piktogramm. Wir nehmen mal einen schönen... Nee, wir sind transsexuell, humanistisch. Wir nehmen beides hier. Warte, ich habe was vergessen. Ach du Scheiße. Ich muss auch noch divers dazu nehmen. So, Mann, Frau, divers. Alles mit dabei, was ihr wollt. Ja, nicht abmahnen bitte. Hier wegen sexistischen Ungleichgewicht und so weiter und so fort. So. Und jetzt kommen diese 100 Gramm Kohlenhydrate. Ja. So. Ich nehme jetzt nur den Elefanten, weil der besser ist. Format. Anordnen, drehen. Nicht auf den Kopf, so. So kommt's rein und so kommt's wieder raus. So. 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 Hinten kommen dann 50 Gramm Kohlenhydrate wieder raus. Warum? Weil diese Kohlenhydrate alle auf einmal in den Elefanten reingehen. Ja, und der Körper gar nicht diese 100 Gramm Kohlenhydrate auf einmal aufnehmen kann. Das heißt, am Ende kommen dann 50 Kohlenhydrate hinten wieder raus, die der Körper nicht richtig aufnehmen und verdauen konnte in der Stunde. Jetzt nimmst du Kohlenhydrate und Fett auf einmal. Das bleibt aber nicht nur eine Stunde in deinem Körper oder in deinem Magen und Darm, sondern weil die Verdauung deutlich länger dauert, bleibt das Ganze eben entsprechend, warte mal, mach mal ein bisschen anders, mach mal so, dann haben wir hier die gleiche Grammzahl, bleibt es länger, kann länger verdaut werden. Das heißt, dass der Körper am Ende eben alle Kohlenhydrate aufgenommen hat in den 3 Stunden, wie er hier unten verdaut hat. Und hier oben hatte er gar nicht die Zeit dazu, alles aufzunehmen. Ja, das heißt, du nimmst natürlich mit so einer Fastfood-Mahlzeit, nimmst du natürlich deutlich mehr Kalorien auch dann zu dir, alleine auch durch die längere Verdauungszeit und so weiter. Das sind natürlich auch noch Punkte, die da eine Rolle spielen. NWO-Snap von Reichhopp? Achso, ja, das ist ja wieder ein neues Werk, ne? Können wir uns nachher nochmal angucken. Also es hängt auch mit der Verdauungszeit zusammen, ob du die Kohlenhydrate, die du aufnimmst, eben verwerten kannst oder nicht. Wenn ich jetzt 2 Liter Zuckerwasser in mich reinkippe, nimmt der Körper das nicht alles auf einmal auf. Aber wenn du deine Cola den ganzen Tag über trinkst, dann ist das schon schlimmer. Guten Abend, Vaping Lord. Hohe nüchtern Insulinspiegel hast. Ja, wenn dein Insulin oben bleibt und nicht mehr runterkommt, das liegt daran, dass dein Insulin paralysiert ist. Ja, deswegen dieser Punkt, Nein, das liegt hier dran, verdammt nochmal. Dass du eben deutlich längere Verdauung hast und der Körper die ganze Zeit die Kohlenhydrate aufnimmt. Und weil du wahrscheinlich sowieso schon eine Fettleber hast und sonstiges. Ein sehr großes Video drüber gemacht, auch einer meiner besten Videos, die 2 Low Carb Denkfehler heißt das Video. Werde ich euch hier unten verlinken, extrem wichtig. Da habe ich das aufgedröselt, diese 2 Punkte. Aber auch wieder, hier geht es wieder darum, ja, Kohlenhydrate machen übergewichtig. Jetzt guckst du dir Menschen an. Wer sind die schlankesten Menschen in unserer Gesellschaft? Die High-Carb-Veganer, das sind die schlankesten Menschen in unserer Gesellschaft. Und das siehst du mit deinen... Ich weiß nicht, ich bin ketogen unterwegs. Ich bin jetzt auch kein Fettsack. Also von daher, Marathon laufen kann ich auch. Bisschen Muskeln habe ich auch.
alles kein Problem. Also von daher würde ich nicht sagen, dass die schlankesten Menschen die High-Carb-Veganer sind, sondern es gibt auch Essgestörte, die einfach sich ketogen ernähren. Augen, ne? Guck dir, gib bei YouTube einen High-Carb-Veganer. Da kommt zum Beispiel mein Kanal und andere. Achso, ja, okay, Moment, warte, warte, machen wir. Machen wir eben. Warte, wir gucken uns mal eben diese ganzen gesunden Veganer an. Das sind diese gesunden Veganer, von denen er spricht. Das sind diese gesunden veganen Kinder. Ne? Natürlich sind die alle nicht schlank, weil die alle die Kohlenhydrate gar nicht aufnehmen können und dann einfach überschlank werden und dann eben früher versterben, weil sie zu schlank sind. Lass mal hier so ein Kind oder die Eltern, wie sie aussehen, lass die mal irgendeine Krankheit bekommen, irgendeinen Schnupfen, Corona oder so. Nichts entgegenzusetzen, kein Cholesterin, nichts. Dann stehst du nämlich da. Ja. Nur weil man schlank ist, ist man nicht gesund. Genau das ist nämlich die Sache. High-Carb-Veganer, wie sehen wir alle aus? Wie sehen wir alle aus? Wie fett sind wir? Ne, irgendwie auffällig, es ist extrem auffällig, dass alle, ich sag nochmal alle, 100%, alle High-Carb-Veganer, die meisten Kohlenhydrate essen von der Gesamtbevölkerung, sind die allerschlankesten von allen. Ne, Realwelt, gucken die reale Welt hinaus. Und dann gibt es natürlich Wissenschaft, ne, BMI, der allererste Punkt, wer hat den niedrigsten... Warte mal, wie war das mit dieser komischen Ziehtochter von Dorian Ryder, wie hieß sie nochmal? Ja, die war mit ihrer veganen High-Carb-Ernährung dann auch nicht so weit, ne? BMI, Veganer. Die meisten Kohlenhydrate essen, weil sie die meisten Pflanzen essen. Kohlenhydrate sind dann Pflanzen. Ja, schon wieder, Realwelt, guck in die reale Welt raus. Jemand sagt dir, Zucker macht fett, du bist schlau, du bist ein kluger Mensch und guckst dir an, wer isst den meisten Zucker? Ja, wer isst die meisten Kohlenhydrate, wer isst die meisten Bananen, das meiste Obst, das, was vollgestopft ist mit Zucker, Getreide und so. Wow, die High-Carb-Veganer. Und wie sehen die aus? Das habe ich gelernt, das ist extrem wichtig, dass man so denkt. Dann Zucker füttert Krebszellen, der nächste Punkt. Ja, jetzt, Realweltergebnisse wird schwer, ne? Weil da müsstest du einen High-Carb-Veganer mit Krebs suchen. Wird schwierig, gibt es vielleicht, ne? Aber auch wieder, Zucker füttert Krebszellen. Zeig mir die Realweltergebnisse, kriegen die Menschen, die... In Afrika sind auch viele Menschen dünn. Ja, hier, warte. Zum Beispiel, ne? So, die Maasai, die den ganzen Tag nur Fleisch essen. Das sind die dünnsten Menschen der Welt. Und keiner von denen ist High Carb Veganer. Upsi. Die machen eher High Protein, High Fett Ernährung. Ja. Also, die sehen jetzt nicht unbedingt so aus, als ob sie fett werden von dem Essen. Woran liegt das denn? Und die haben keinen Diabetes. Warte mal, lass mal überlegen. Woran könnte das liegen, dass diese super schlanken Menschen, die sich ja nicht High Carb ernähren, so super schlank sind und so super jagen können und keine Ahnung was. Richtig erkannt, Danzas. War eher eine rhetorische Frage. Das könnte auch einfach daran liegen, dass die einfach kein McDonald's vor der Tür haben. Aber wenn du McDonald's in Afrika vor der Tür hast, dann werden die auf einmal alle wieder dick. Ah, schwarze Genetik, genau, aber hier, nee. Aber es gibt ja auch andere Beispiele. Es gibt ja auch noch, nicht immer nur die Maasai, es gibt ja zum Beispiel auch noch diese hier. Gut, die sind jetzt alle immer dick angezogen, ja. Die fressen auch nur Fleisch, okay. Man muss immer gucken, woher die kommen. Aber die können sich gar nicht erlauben, ungesund übergewichtig zu sein, Diabetes zu haben oder sonst was. Das können die sich gar nicht erlauben. Ja, weil die sonst einfach da draußen gibt es keine Krankenhäuser, nichts. Die kriegen kein Insulin. Entweder die sterben dann oder nicht. Aber anscheinend überleben sie doch mit einer nur Fleischernährung. Egal, weiter hier im Thema. Also sein Argument ist logisch, ist nicht logisch. Ja, weil es eben auch andere Beispiele gibt, wo es genauso funktioniert, ohne seine Kohlenhydrate.
Die tragen auch noch die Felle, die Monster. Ja. Also, sein Beispiel ist schon unlogisch, was er erzählt. An dem Beispiel, was ich gerade genannt habe. Die Kohlenhydrate essen, kriegen die Krebs oder kriegen, liegen in den Krankenhäusern die Menschen mit Krebs, die Fett essen und Tierprodukte essen, wo die ganzen Karzinogene die Krebs aus... Haben wir gerade gesehen? Stimmt nicht, was er erzählt. Ist also unlogisch. Auslöser drin sind. Ja, die Krebsauslöser, die siehst du links. Jeder einzelne Punkt ist ein Krebsauslöser und über jeden einzelnen Punkt habe ich ein einzelnes Video gemacht. Ja, Lichtblick und dann den Punkt eingeben bei YouTube. Komisch, dass er bei den Pflanzen auch die sekundären Pflanzenstoffe vergisst, die Krankheiten verursachen zum Beispiel. Ja, Blausäure oder sowas, ne? Aber das lässt man dann unterm Tisch fallen. Also, ne, wir machen immer nur so, wie es uns gefällt. Ganz normal, so wie du immer alles in YouTube eingibst, ganz einfach. Dann findest du das Video dazu mit Studien, ne? Ich ziehe mir das nicht aus der Nase, ich liefere nur Beweise, ja, ich gebe die Wissenschaft wieder. Ja, was denn jetzt? Logik oder Beweise und Wissenschaft? Wissenschaft haben wir bis jetzt noch nicht gesehen von dir. Du sagst doch hier gerade die ganze Zeit logisch denken. Aber du hast keine Beweise geliefert. Also er widerspricht sich eigentlich selber in seinem Video. Auf der einen Seite brauchen wir gar keine Wissenschaft, weil wir ja logisch denken. Auf der anderen Seite sagt er jetzt, er liefert wissenschaftliche Beweise. Quatsch, tut er nicht. Also auch wieder der nächste Punkt, ne? Wo sind die High-Carb-Veganer, die mit Krebs im Krankenhaus liegen, ne? Von dem ganzen Zucker, den die gegessen haben. Dann der nächste Punkt. Das wird noch kommen. Wartet ab, bis diese ganzen, bis der Veganismus auch mal eine Größe erreicht hat, wo man das Ganze auch statistisch erfasst. Das wurde bis jetzt ja jetzt noch nicht erfasst. Du gehst ja nicht ins Krankenhaus und die schreiben sich auch auf, du bist Veganer, du hast jetzt Krebs. Ja, das machen wir mal in der Studie oder in der Statistik. Gibt's eben nicht. Es gibt eine Studie, die hat sich das angeschaut, zwischen gesunden Veganern und ungesunden Veganern. Und es gibt auch dicke Veganer, auch High-Carber. Punkt ist Fettleber durch Fruchtzucker zum Beispiel. Auch wieder gehst du hin und suchst vielleicht sogar einen, der sich fast hauptsächlich von Obst ernährt und vielleicht auch viel weißen Zucker isst. Warte mal. Stopfleber oder Stopfgans. So, was bekommen die? Nudeln oder Stopfen in Form von Geflügelmast bei den Gänsen oder Enten gestopft werden, in denen das Futter per Zwangsernährung verabreicht wird. Als Mastfutter wird Mais und Wasser verwendet. Also die bekommen eine Fettleber, diese Tiere, weil sie Mais zu fressen bekommen. Der passt jetzt nicht. Ich habe auch schon immer gesagt, dass ich alles Negative gegen Veganer revidiere, sobald ich jemanden treffe, der seit 40 Jahren vegan lebt und kerngesund ist, war. Du, wenn die Leute auch Supplemente und was weiß ich nicht was nehmen, dann mögen die auch 40 Jahre gesund vegan leben. Das ist ja... Aber ob es das Optimale ist, das wirst du eben nicht so durch anekdotische Evidenz rausbekommen, sondern wirst du einfach nur rausbekommen, indem du dann Studien machst. Ja. Fettleber. So. Wodurch kommt das? Fettstoffwechselstörung, das heißt, du bist übergewichtig, du nimmst irgendwie was zu dir, was der Körper nicht ordentlich verarbeiten kann. Das heißt, du hast hier eben solche Sachen wie Alkohol, Medikamentenmissbrauch und so weiter und so fort, natürlich auch. Aber du hast eben auch solche Sachen wie Eiweißmangel. Kann natürlich auch sein, dass die Leute einfach den ganzen Tag eben Pizza, Pommes und Cola in sich reinstopfen und dann natürlich auch nicht genügend Eiweiß zu sich nehmen. Das habe ich übrigens auch schon mal, wenn ich Cheat Days oder sowas mal gemacht habe, dass ich dann wirklich festgestellt habe, oh, ich komme ja an den Tag ja überhaupt nicht an meine Eiweißmenge ran. Da bist du vielleicht bei 0,5 oder 1 Gramm pro Kilogramm oder so. Und das ist natürlich eine Sache, wo man mal nachdenkt, dass das auch alles eine Rolle spielen kann, ne? So. Fettleber kann auch als Folge von chronischer Mangelernährung, beispielsweise Unterernährung, auftreten. Aus Kohlenhydraten, also könnte zum Beispiel auch für die Marathonläufer eine Rolle spielen. Also. Weil weißer Zucker ist 50% Glucose, 50% Fructose, ja auch nur isoliert. Ja, man könnte eigentlich schon sagen, isolierte oder teilisolierte ist ein bisschen schwierig bei Glucose. Aber auf jeden Fall nicht gebundene Fructose. Ja, guckst du einen an.
Was, welcher Zusammenhang? Sich fast hauptsächlich von Obst ernährt und vielleicht auch viel weißen Zucker ist, weil weißer Zucker ist 50% Glukose, 50% Fruktose, ja auch nur isoliert. Ja, man könnte eigentlich schon sagen, isoliert oder teilisoliert ist ein bisschen schwierig bei Glukose, aber auf jeden Fall nicht gebundene Fruktose. Ja, guckst du einen an, wie zum Beispiel Durian Ryder, der macht das seit 18 Jahren und er macht Blutbilder von seinen Leberwerten und hat die besten Leberwerte, die man nur haben kann. Der Typ macht aber auch jeden Tag, was weiß ich, wie viel Sport. Und wer weiß, was er wirklich ist. Durian Ryder ist die letzte Person, der ich irgendwas glauben würde. Ja, soweit ich weiß, macht er auch irgendwie, hat er sich auch schon Sachen, Hormone reingepfiffen und so weiter, also Doping betrieben in der Form. Soweit ich das mitbekommen habe, ich habe jetzt keine Ahnung, aber könnt ihr gerne mal reinschreiben. Der isst hunderte Gramm weißen Zucker am Tag, weil der ist Sportler und ernährt sich hauptsächlich von Obst. Das sind diese Leute, 30 Bananen am Tag. Ja, pensionierter Tag. Guck dir die Leberwerte an und guck dir wieder die reale Welt an. Zum Beispiel Durian Ryder oder die ganzen Menschen, die Bluttests hochladen von Leberwerten und auch die reale Welt. Jetzt nenn mir irgendeinen High-Carb-Veganer, der Fettleber hat. Ja, nenn mir einen, ja? Du kannst wieder kein einziges Beispiel nennen. Okay, und dann der letzte Punkt ist das, was... Ja, weil ich die nicht alle untersuche, weil ich nicht von allen Leuten die Leberwerte nehme. Von daher... Was wir kennen aus... Zeig mir einen, der Diabetes entwickelt hat, weil er sich Low Carb oder Ketogen ernährt hat. Zeig mir einen. Aus der Abnehmwelt, ja, aus der Diätwelt. Kohlenhydrate machen nichts, zum Beispiel Bananen, das habe ich euch schon mal erzählt. Wurde in einem Forum geschrieben, ich hätte mir das damals bookmarken sollen. Wurde halt geschrieben, eine Banane ist okay, aber zwei Bananen nicht, weil die haben so viel Fruchtzucker und das wird in Fett umgewandelt und das macht dich fett. Also, und ich habe da auch was dazu gefunden. Ja, einfach mal bei Google eingegeben, Obst dick, ne, und dann findet man Artikel von zum Beispiel der Seite focus.de, dieser Seite hier. Dann liest man hier, Früchte machen dick. Da steht da tatsächlich, das ist kein Witz. Das hier ist kein Witz, das ist kein April-Scherz, das ist ein ganz normaler Artikel. Ja, hier steht auch, von wem er geschrieben wurde, ne? Petra Apfel, ne? Am 9.2019. Ja, nur damit man Bescheid weiß. Und da kann man hier lesen, gefährliches Bauchfett, von welcher Obstsorte sie nicht viel essen sollten. Das ist ganz genau der Punkt, ne? Dann steht es hier tatsächlich, der Energiespender aus Früchten setzt sogar besonders schnell an und verwandelt sich in ungesundes Bauchfett. Ne? Also du isst Früchte und du wirst fett von Früchten. Du wirst fett von Früchten, Leute. Ne? Das ist ganz genau der Punkt. Und jetzt wieder ist man ein kluger Mensch und denkt sich, man wird fett von Früchten. Hört sich erstmal ziemlich seltsam an. Hört sich einfach intuitiv falsch an. Ne? Mega falsch hört sich das an. Und dann wieder guckt man in die reale Welt raus, wenn man Studien nicht kennt. Ja, laut Studien weiß man natürlich, habe ich euch ja gerade gesagt. Ja, wir gucken uns den Artikel mal an. Focus Online, beliebte Früchte machen dick. Lass mich raten, es geht um Weintrauben zum Beispiel. So, jetzt lesen wir uns mal da durch, was denn in diesem Artikel dazu steht. Ich habe den niedrigsten Gamma-GT-Wert, den mein Arzt hier gesehen hat. Das kann man gar nicht einordnen. Hochzucker ist gesünder als Haushaltszucker und Obst macht nicht dick. Was für ein Irrtum. Der Energiespender aus Früchten setzt sogar besonders schnell an und verwandelt sich in ungesundes Bauchfett. Ja, kann sein. Totaler Obstverzicht ist trotzdem nicht nötig. So. Auch heute ist vielen noch nicht bekannt, dass es keine qualitativen Unterschiede zwischen einem Löffel Haushaltszucker und Fruchtzucker gibt. Das ist richtig. Vor allem, weil in Obst auch nicht nur Fruchtzucker drin ist, sondern eben auch Glucose oder sogar andere Zuckerverbindungen. Außer das Letzteres besonders dick macht. Und das, obwohl in beiden die gleiche Kalorienmenge steckt. 400 Kilokalorien auf 100 Gramm. Einen ersten Nachweis, dass Fructose dick macht, indem es den Fettstoffwechsel beeinflusst, liefert eine Studie vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam an Mäusen. Dass Fructose schnell in Bauchfett umgewandelt wird, hat vor einigen Jahren auch ein Experiment an der Universität in Kalifornien gezeigt. Eine Gruppe Freiwilliger holte sich 10 Wochen lang 25% ihrer Energie aus Traubenzucker bzw. Fructose. Alle Testpersonen nahmen mit rund 1,5 Kilogramm gleich viel zu. Die Fructose-Probanden aber hatten vor allem Bauch. Also, erstmal kommt es auf die Kalorienbilanz an. Es kann aber sein, dass eben dann die Fructose anders verstoffwechselt wird und vielleicht im Bauchfett oder in der Fettleber dann eben angelagert wird. Fructose wird ja insulinunabhängig verstoffwechselt. Genau, und das ist ja der Punkt. Ja, es diffundiert ja passiv quasi durch deinen Darm rein und nicht aktiv. Das heißt, davon kannst du dann vielleicht auch noch mehr aufnehmen. Und gerade wenn du das kombinierst, Fructose, Glucose, also in Haushaltszucker, hast du eben das Problem.
Es ist auch ein großer Unterschied, ob man Fructose in Apfelform oder in Apfelsaft zu sich nimmt. Natürlich, das auch. Wird ja auch ein bisschen nicht hundertprozentig verdaut und Ballaststoffe und so ein Scheiß ist ja auch noch mit da drin. Das ist weniger aus optischen Gründen bedenklich als auch aus gesundheitlichen. Fettpolster in der Körpermitte haben sich als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und sogar Krebs erwiesen. Ja. Die altbekannten Ernährungsempfehlungen, 5 Portionen Obst am Tag und Gemüse täglich, sollten also überwiegend durch Gemüse abgedeckt werden. Karottensticks statt Trauben und so weiter, ja. Die Weltgesundheitsorganisation rät maximal zu 25 Gramm Zucker zusätzlich. Verglichen mit anderen Zuckern hat Fructose dennoch den Vorteil, der Blutzuckerspiegel steigt langsamer, das beugt Heißhungerattacken vor und verringert das Diabetesrisiko. Ja, aber hat natürlich dann auch das Risiko, dass du entsprechend zu viel aufnimmst quasi und direkt einspeicherst. Die Süßkraft ist stärker, Fruchtzucker kann auch also sparsamer eingesetzt werden und spart Kalorien. Aber trotzdem macht man das heutzutage eigentlich gar nicht mehr, weil Fruchtzucker als Diabetesprodukt zu empfehlen, ist heutzutage auch nicht mehr so geil. Obst enthält natürlich viel Fruchtzucker, aber in ganz unterschiedlichen Mengen. Und die Zuckerbomben sind nicht unbedingt die süßen Früchte, sondern solche, genau, Äpfel und Birnen stecken voller Fruchtzucker. Auch Weintrauben und Kirschen enthalten hohe Fruktosemengen. Außerdem konzentriert sich der Zucker in Trockenobst von Pflaumen bis Rosinen. Genau, deshalb würde ich auch nie empfehlen, so, wenn du so eine Rosinen isst oder Trockenpflaumen oder sowas, Trockenobst, hast du eigentlich genau das gleiche wie ein Gummibärchen. In Gummibärchen hast du zumindest auch noch Gelatine mit drin. Ein bisschen Kollagenzeug und so. Keine Scheu vor Honigmelonen. Also dieser Artikel... Der Artikel ist doch richtig. Der sagt einfach nur, du sollst die Finger lassen von fruktosehaltigem Obst. Alles in Maßen, genau. Das gilt ja überall, ne? Können wir ja gucken. Wir können ja gucken hier, Analyse, Kalorien, Kohlenhydrate. Holen wir mal die Fructose rüber. Machen wir mal hier vorne rein. Okay. So, Fructose könnt ihr ja sortieren. So, und jetzt lässt ihr einfach die Finger von Tamarinden. Auf jeden Fall von Humus. Warum Humus? Na egal. Ingwerwurzeln, okay, Rosinen, Avocado. Achso, das ist die deutsche Liste, okay, die mit X muss ich dann. Cranberry, Datteln, Tofu-Joghurt, warum ist da denn so viel? Achso, weil der gezuckert ist dann. Hä? Das ist aber irgendwas nicht richtig, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Wahrscheinlich irgendwas verrückt hier. Das kann ja nicht sein. Ja, auf jeden Fall das ganze Trockenobst. Bei dem Rest muss ich nochmal nachgucken, was hier, ob das falsch eingetragen wurde oder falsch berechnet wurde. Das zeigt ein BMI, niedrigster BMI, die Menschen, die meisten Früchte essen, also die Veganer, ja, die essen nur Pflanzen, also essen die garantiert die meisten Früchte und deswegen, also du kennst die Wissenschaft nicht, okay, du guckst in die reale Welt raus, guckst dir an, Veganer. Nein, dann guck dir die Wissenschaft an. Wie sehen die alle aus, die meisten Früchte essen, so wie ich, 10 Bananen im Smoothie, ja, 40 Bananen einkaufen, ganz normal, ungefähr, ich weiß nicht, 8 Paletten Datteln, hatte ich auch schon mal auf Instagram ein Bild gemacht und wir ernähren uns von Kohlenhydraten, von Zucker, von Obst, ne, und dann, wie sehen wir aus, ne? Guck in die reale Welt rein. Ja, wie sehe ich aus? Sehe ich aus wie ein Fettsack? Also guck in die reale Welt rein. Ich kann dir genug Beispiele nennen, wo auch ketogene Sportler extreme Leistungen bringen. Also seine Argumentation macht überhaupt gar keinen Sinn. Fettleber entsteht durch Cholesterin. Auf einmal Cholesterin? Was denn jetzt?
Die Apfelsaftindustrie wandelt in einem chemischen Prozess Zellulose in Fructose um. Damit ist der Apfelsaft süßer als der eigentliche Apfel und man kann ohne Zucker auf die Packung schreiben. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Warte mal, das gucke ich jetzt mal nach, ob wir dazu was finden. Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie. Wandelt in der Laktose um. Okay, müsste ich nochmal gucken. X für ungute fette Sau, ja, auf jeden Fall. Als ob der 40 Bananen einkauft. Wenn man den Veganismus betrachtet, beobachtet man die Entstehung einer Religion-Sekte. Das ganze Kartenhaus fußt auf Erfahrungen und kapselt sich von der Umwelt ab. Der Propaganda von solchen High-Carb-Veganern kann wirklich zu einer großen Gefahr, vor allem für junge Menschen in der Gesellschaft werden. Definitiv. Gerade vor allen Dingen, wenn er hier Diabetikern erzählt, ja, isst einfach ganz viele Kohlenhydrate, dann verschwindet er schon oder so. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Das will ich mal sehen. Du stellst mal 10, 20 Leute nebeneinander und er soll dann rausfinden, wie die Leute sich ernähren. Das meiste Obst ist. Es geht noch eine Stufe besser. Du gehst hin und kennst vielleicht durch Zufall irgendein Frutaria. Frutaria, das sind Leute, die sich nur von Obst ernähren und die Frutaria sind noch schlanker als die High-Carb-Veganer wie ich. Die sind noch... Ja, dann guck dir mal die Leute an, die sich von Licht ernähren. Lichtnahrung. Die Leute mit Lichtnahrung, die sind ja noch schlanker. Lichtnahrung. Eigentlich müsstest du den ganzen Tag auf deinem Sofa sitzen, dich von Licht ernähren und dürftest sonst nichts machen. Ich glaube sowieso nicht, dass sich irgendeiner von den Lichtleuten wirklich von Lichtnahrung ernährt. Die verarschen dich ohne Ende. Also seine Logik ist völliger Bullshit. Ja, sie anscheinend auch sehr... Natürlich sind die schlank, aber ob die gesund sind, ist eine andere Sache, ne? Dieses Paar ernährt sich nur von Früchten, ja, sieht nicht gerade... Ich würde gerne mal wissen, ob die noch in der Lage sind, Kinder zu bekommen. Das ist nämlich so die Sache, ne? Wenn dann die Hormone nicht mehr mitmachen, weil du mit den Kalorien so weit unten bist und dein Körper einfach gar keine Energie mehr hat. Diese Logik. Schlanker, die sind meistens alle untergewichtig. Das ist dann wieder das Realweltergebnis, ne? Ja, die sind untergewichtig. Er hat es gerade gesagt. Woher kommt das? Weil sie zu wenig Kalorien aufnehmen. Was dir wieder zeigt, dass es nicht stimmen kann. Egal, was Leute sagen, egal, was in irgendwelchen Artikeln steht, du guckst dir die Realweltergebnisse an. Wenn du einen Genau, einer ist ja schon wegen Lichtnahrung irgendwie gestorben, ja, hatten wir gerade. Der ist Frutaria. Und du liest dann so einen Artikel und hörst in Foren und von anderen Menschen, boah, du isst irgendwie 4 Bananen am Tag, Junge, was machst du da? Du wirst davon fett werden und krank werden und alles. Und du denkst dir so, ja, aber ich kenne einen Frutaria, der isst jeden Tag 20 Bananen und seit 12 Jahren und irgendwie hat er keinen Gramm Fett am Körper und ein So. Banane. 20 Bananen. Eine Banane, keine Ahnung, 100 Gramm. Sagen wir mal, er isst 2 Kilo Bananen am Tag. Dann kommt er gerade mal auf seine 1700, 1800 Kalorien. Ja, und davon kann der Körper noch nicht mal alles auf einmal aufnehmen. Von diesen Bananen. Das heißt, selbst wenn er jetzt 2,5 Kilo essen würde, würde er locker nicht über seine Kalorien kommen mit den Bananen. Aber hätte 500 Gramm Carbs drin. Ausgeprägten Sixpack. Ja, ich gehe mit dem ins Schwimmbad. Also, das ist schon seltsam, wie das sein kann. Ich kenne keinen Menschen, der so schlank ist wie der Frutaria. Das ist wieder Realweltergebnisse. Du guckst dir die reale Welt an. Und was ich noch sagen wollte, zu einem Punkt davor hier mit dem Übergewicht durch Kohlenhydrate, habe ich euch auch schon mal das Beispiel genannt. Jetzt sage ich zum Beispiel, Fett macht Fett. Ja, Fett wird in Körperfett eingelagert. Das ist der Sinn davon. Das macht Fett im Körper.
Nur wenn du dich überkalorisch ernährst. Aber das hat er nicht verstanden. Die ganzen Leute verstehen einfach nicht, was eine Kalorienbilanz ist. Das kapieren die nicht. Ich verstehe es auch nicht. Selbst ich sage nicht, dass du ketogen essen darfst, was du möchtest. Sobald du irgendwann über einen bestimmten Kalorienlimit hinausgehst, dann wirst du auch dick mit einer ketogenen Ernährung, selbst ohne Insulin. Das heißen die Fettdepots und nicht Kohlenhydratdepots. Ne? Und ich gucke mir an, wer in der Gesellschaft ist das meiste Fett? Well, das meiste Fett essen die, die in den ganzen fettigen Burger reinbeißen, die ganzen Pizzen und die ganzen Tierprodukte. Ihr wisst, Tierprodukte sind alle vollgestopft mit Fett. Ihr kennt meine Fettscam-Tabelle. Ne? Das Fett ist da drin. Ne? Das muss ich euch jetzt eigentlich unbedingt zeigen. So, hier ist die Tabelle. Jetzt kommt wieder seine Tabelle. Es ist genau das gleiche Video wie sonst auch immer. Ich habe Videos von der Bananentusse Freely gesehen. Die ballert sich eine Palette Bananen, eine Palette Datteln und noch Zucker obendrauf in ihren Smoothie. Ja, der Körper wird das nicht aufnehmen können auf einmal. Das kapieren die Leute nicht. Guck mal, was tun die da rein? Die tun 7, 8, 2 Bananen, 300 Gramm. Sagen wir mal mehr. Ja, 300 Gramm reicht. So, dann haben wir noch Datteln. Da nehmen wir die 9, 3, 8. Dann machen wir, was weiß ich, 100 Gramm Datteln noch rein. Dann, was haut die sich noch rein? Palette Datteln und Zucker noch oben drauf. Dann hauen wir da auch noch irgendwie so 50 Gramm Zucker oder so. 996. 50 Gramm Zucker. So, dann hast du alleine dadurch in deinem Smoothie hast du irgendwie schon 200 Gramm Zucker. Verdammt nochmal, das nimmt der Körper einfach nicht auf. Der Körper nimmt das nicht auf. Ja, wenn du dir das dann anguckst, so, das sind auch gerade mal 700 Kalorien. Und davon nimmt der Körper dann vielleicht, wenn sie wirklich darauf trainiert ist oder so, nimmt der Körper irgendwas so zwischen 60 und 90 Gramm oder sowas dann auf. Also, was empfiehlst du denn, wenn der Stoffwechsel durch Kilokalorienreduktion eingeschlafen ist? Einfach einmal mal für ein paar Tage die Kalorien wieder hochschrauben. Ruhig mal deutlich mehr Protein oder Fett reinschrauben. Vielleicht auch ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Gönn dir mal einen Snickers oder so. Wird dich jetzt auch nicht umbringen. Keto setzt das Sättigungsgefühl da früh genug ein. Darum finden ja viele schwierig, ketogenen Muskelaufbau zu betreiben. Das ist ja so eine Sache, ja. Du kannst aber auch ketogen, kannst du genügend Protein reinbekommen. Habe ich ja hier auch. Ich habe ja hier die letzten Tage gleich Summe, Klammer auf, da, zack, geteilt durch 2. So, ich hatte ja jeden Tag, 100, also im Schnitt jetzt, 170 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir genommen. Das sind ja 2,5 bis 3 Gramm schon fast. Im Durchschnitt am Tag. Heute fehlt mir zum Beispiel noch was. Aber heute habe ich auch nicht viel Sport gemacht. Kalorienbilanz ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, klar. Die WHO empfiehlt maximal 6 Teelöffel Zucker pro Tag. Das ist weniger als 50 Gramm. Ich sage jetzt, Fett macht Fett. Also ihr kennt die Menschen, die Pflanzen essen. Ne? Die Pflanzen haben sehr, sehr wenig Fett. Deswegen sind alle, die nur Pflanzen essen, alle so schlank, so mega schlank. Und alle, die Fett essen, ja, ich gucke in die reale Welt und sehe die ganzen Menschen, die Fett essen, hier auch die fettarme Milch, ja, dieser Betrug mit den 52% Fett. Die Menschen, die das hier essen, die sind alle fett, okay? Hä? Das ist doch die Vollmilch. Also die vollfette Milch. Ist doch gar nicht fettarm. Die fettarme Milch, die hat ja bei ihm gerade mal die Hälfte dann. Und ich habe auch schon mal erzählt, die Menschen, die das meiste Fett essen, zum Beispiel Low Carber, ich werde euch hier die 2 Videos verlinken, die ich leider nicht zeigen kann, die gehen nur eine Minute ganz kurz, da werden High Carber und Low Carber gezeigt. Und gibt es bei den, also habe ich ja vorher gesagt, bei den High Carbern kennst du keinen einzigen Menschen, der dick ist? Kennst du Low Carber, die dick sind? Ja, ich werde die dir hier unten verlinken in den kurzen Videos. Da werden Low Carb Gurus gezeigt und man sieht, wie die aussehen. Kennst du Low Carber, die dick sind? Ja, und zwar ziemlich viele. Weiß nicht, können wir mal gucken, ob wir welche finden hier so. Ja, ist ja Dr. Erik Berg. Zum Beispiel. Hatte ich jetzt auch nicht viel von. Aber ist natürlich auch ein richtiger Fettsack. Ne? Muss man schon sagen. Sverje zum Beispiel. Isst nur Fleisch den ganzen Tag. Ist natürlich auch ein richtiger Fettsack.
Aber man wirft natürlich gerne alle in einem Topf, da hast du recht. Die allermeisten sogar, nur nicht die, die extremste Kalorienrestriktion machen hier. Ach ja, und dicke Veganer haben wir auch gesehen. Ne, in dem Film What the Health zum Beispiel. What the Health. Doktor. Dieser Dunkelhäutige hier zum Beispiel, Dr. Milton Mills. Sieht sehr schlank aus. Dieser High-Carb-Veganer, ne? Wenn wir uns das mal so angucken. Und das sieht gesund aus? Ja. Das ist immer so, wenn man alles über einen Kamm schert. Was essen dicke Veganer? 1 Kilo Walnusskerne am Tag? Du kannst ja auch Fertigprodukte essen, Veganer. Du kannst ja auch Gummibärchen essen und so weiter und so fort. Sean Baker, die fette Sau, genau. Ich möchte mal... Dr. Greger und Sean Baker, die müssten doch eigentlich so die gleiche Altersklasse sein, ne? So ungefähr. Wie wär's denn mal, wenn Dr. Greger mit Sean hier mal ins Fitnessstudio geht und die beide machen mal irgendwie so eine Runde Kreuzheben gegeneinander? Der eine ist kaputt nachher und der andere lacht sich kaputt. Also, ne, wer... Also ich würde mit 60 oder so, oder 52, würde ich lieber so aussehen, als wie Dr. Greger. Nur mal so am Rande. Aber ich hoffe, ich sehe noch besser aus als beide zusammen. Auf YouTube und dreimal am Tag. Schlank als Veganer ist das Schönreden einer Mangelernährung. Kann man natürlich auch so sehen. Sport, die sind natürlich nicht dick und die sich hier den hier reinballern, ja, den Juice reinballern, die natürlich auch nicht, ne, weil das setzt alles auf Kraft natürlich. Aber ansonsten guck dir die an, wie die Low Carb aussehen, die ganzen Low Carb Gurus, die das seit Jahrzehnten machen. Die sind fett, Doppelkinn. Ja, guck sie dir an. Und damals, ich habe euch von der Geschichte erzählt, auf YouTube, auf Twitch gucke ich Streamer. Ne, da ist einer übergewichtig, hatte sich mit anderen übergewichtigen Streamern getroffen, durch Zufall. Ja, und die anderen kannte ich auch und die saßen halt am Tisch im Restaurant und haben halt. Ich suche jetzt einfach nach Fat Vegans. Stuck in the middle. Vegans hate fat people. What fat vegans looks like. Ist natürlich jetzt, was auch immer. Geht jetzt nicht drum, sich über die Leute lustig zu machen, nur mal um das zu sagen, sondern es geht darum, auch Gegenbeispiele zu zeigen, zu seinen, Behauptungen quasi, ne? Gibt es mit Sicherheit auch irgendwie 1000 Low-Fat Plant-Based Diets Create Eggs Vegans. Könnte man sich natürlich auch mal angucken, solche Videos dann. Wir wollten Essen bestellen und haben gesagt, ja. Ist alles nur Detox, genau. Ja, was bestellst du? Ja, hier Nudeln würde ich gerne essen, kann ich aber nicht, weil ich mache Low-Carb. Und andere, oh, ich mache auch Low-Carb. Seit wie vielen Jahren? Oh, seit 2 Jahren. Ich seit 3 Jahren und so, ne? Die sind übergewichtig und machen Low-Carb seit Jahren. Und was ich mir so denke ist, ja, Leute, um euch herum, die Menschen, die machen kein Low-Carb und die sind schlank. Und ihr macht Low Carb seit Jahren und ihr seid dick. Fällt euch nicht auf, dass... Das ist ja auch noch ein Argument, Chris. Dass die meisten, die Low... Oder viele, die Low Carb machen, einfach von einem noch höheren Gewicht kommen und dann einfach natürlich immer noch Übergewicht haben, wenn sie seit einem Jahr Low Carb machen. Sie haben aber verdammt nochmal irgendwie schon 20 Kilo verloren oder sowas. Gibt ja auch dünne... Fleischfresser, ja. Wird alles geben. Ihr dick seid wegen Low Carb? Fällt euch das nicht auf? Ist das, das ist wieder dieses... Nein, sie waren vorher verdammt nochmal dick und haben dann Low Carb gemacht. Sie waren nicht vorher schlank, haben dann Low Carb gemacht und sind fett geworden. Da würde ich gerne mal Beispiele für sehen. Für dieses Argument. Dann wäre das wieder logisch. Wie man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Du siehst es einfach nicht mehr. Du kannst nicht so weit denken, dass du realisierst, oh, deswegen, weil ich Low Carb mache, bin ich dick. Deswegen, aber das ist halt diese Falle. Ja, richtig, Donut. Man wiegt 150 Kilo, macht Low Carb, fällt auf 130. Und da bleibst du aber auch stehen für den Rest deines Lebens. Aber du hast halt abgenommen und dann bist du verloren, weil du wirst immer dabei bleiben bei Low Carb. Und von daher, das ist wieder Realweltergebnisse. Du guckst. Ja, aber wenn sie doch jetzt Gewicht verloren haben, ist doch super. Dann hast du nur, bist du entweder zurückgegangen zu High Carb oder du hast deine Kalorien nicht ordentlich genug reduziert. Reale Welt. Und Dicke sagen, die sind Low Carb. Und du denkst dir, ja, deswegen seid ihr dick. Das ist Realweltergebnisse. Das ist das, was ich euch mitteilen wollte. Ganz, ganz wichtig.
also völliger Quatsch, was ihr hier erzählt. Die Logik, die er erzählt, ist überhaupt nicht logisch, weil man für jedes Teil irgendwie auch Gegenbeispiele finden kann und ach komm. Von Wissenschaft sowieso wenig Ahnung, wenn man solche Tabellen einblendet, die man noch beschneiden muss, damit sie einem in den Kram passen. Aber man sagt ja auch noch extra, ich würde meine Zuschauer sogar anlügen, um die vegane Ernährung nach vorne zu bringen. Sagt eigentlich schon alles aus, würde ich sagen. Wie gesagt, wegen der einsetzenden Sättigungsgefühl fällt es vielen schwer, Masse aufzubauen. Korrekt. Da muss man aber nur auf die richtigen Nahrungsmittel auch ein bisschen zurückgreifen. Ich habe ja ein Video gemacht zu ketogenen Zunehmen. Ich kenne dann, guck mal, welche Videos er verlinkt hat. Wo meinst du hier? Hat er Videos verlinkt? Low Carb ist einfach, wenig Kohlenhydrate ist relativ. Das ist korrekt. Es hängt immer von deinem Ziel ab, was du quasi machen möchtest oder erreichen willst und ja. Dementsprechend. Ist natürlich immer alles relativ. Das ist so die Sache. Mann, das waren jetzt wieder einige Stunden an Arbeit in diesem Video. Wenn dich das weitergebracht hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du sagst, das ist es dir wert, das zu unterstützen. Ich werde von niemandem bezahlt, bin da völlig unabhängig und frei. Du kannst aber in der Videobeschreibung schauen, da kann man auf Patreon monatlich unterstützen oder auch gerne mit PayPal oder Banküberweisung einmalig oder monatlich. Damit kann ich weiterhin unabhängig bleiben. Ansonsten könnt ihr gerne für den Algorithmus einen Daumen geben und auch kommentieren. Das hilft auf jeden Fall auch. Teilt das Video auch sonst gerne und bis zum nächsten Mal.